I'm so tired of this, I'm tired of the fights, I'm tired of the pressure. I don't wanna go wherever you go, cause love is a waste. And you got me a fist, and I don't want to feel like an outbreak, but I'm so tired of this, I'm tired of the fights, I'm tired of the pressure. Herzliches Willkommen bei der Hon, dem besten Hoteltester, zu einer ja brutal ehrlichen Hotelkritik, und zwar im The Tokyo Toranomon Edition Hotel. Ja, im schönen Japan, im fantastischen Japan. Und ich meine, guck mal, das ist wieder so ein sensationeller Langer, ja? Also, wo man sich nicht bücken muss, wo man also einfach so hinten dran. Und schon ein bisschen Schuh drin. Finde ich sensationell. Und beim Frühstück heute Morgen gab es Japanisch. Ich habe natürlich japanisches Frühstück ausgewählt. Völlig klar, aus welchem Grund. Ich bin ja auch in Japan, also will ich jetzt nicht ein Interkontinentalfrühstück. Und wenn es schon eine fantastische Frühstücksmöglichkeit gibt, dann mache ich das natürlich. Und dazu gab es Stäbchen. Und das war natürlich wirklich, ich muss sagen, vom Allerfeinsten. Und was vom Allerfeinsten ist, ich komme ins Zimmer, beziehungsweise in meine Junior Suite Upgrade, dazu gibt's was zu erzählen. Spannende Geschichte. Vielleicht auch interessant eben auch für euch, wie man das macht. Also ist ja auch ein bisschen so Lebenserfahrung, ja? Also das sind ja auch Tipps, die ich gerne weitergebe, damit auch ihr diesen Vorteil habt. Ich fand es auf jeden Fall toll, dass ich also vom International Asia Top Manager, also General Manager für Gesamt-Asia aus der China, der hat mir geschrieben und es hat mir der General Manager geschrieben. Und das Schöne ist, ich habe alle zusammen kennengelernt, auch den Chefkoch und den Chef vom Restaurant, weil da ist heute Morgen beim Frühstück nämlich was vorgefallen. Aber kommen wir doch erstmal zu den Details. Geht doch erstmal gut los mit einem Gläschen Champagner, oder? Ich meine, guck mal, eine Review zu starten, Gläschen Champagner, entspannt in einem fantastischen, frisch gewaschenen und feinseidigen, weichig, flauschigen Bademantel. Das macht doch Spaß, vor allem, wenn man schön gebadet hat in der Wanne, in einen Bademantel hineinsteigt, der flauschig ist und sich dann hier so, ja, so hinpflänzen kann und dann so rausgucken kann auf den Tokyo Tower. Ich meine, das ist schon geil. Sorry, es ist einfach geil. Das macht natürlich Spaß. Und ein Gläschen Shampoos. Träumchen. So ein Hornsprudler. Wirklich. Nicht den ganzen Tag und nicht jeden Tag. Aber in solchen Gelegenheiten, wenn man schon hier ist. Auf jeden Fall, wir gehen mal ins Frühstück. Ich fange mal so ein bisschen andersrum an, weil es schon ein Ereignis war, was ich sagen muss, das war schon sehr spannend, das zu erleben. Ich bin ja kritisch. Also das heißt, auch wenn mir jemand zum Beispiel etwas schenkt, ist das ja trotzdem, obwohl man sagt, ein geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul. Ich bin einfach zu ehrlich. Also wenn es Mist ist, dann muss ich ihm das sagen. Weil dann macht er beim nächsten Mal, denkt er, es war gut. Ja? Also muss man das ausgleichen und sagen, du, schöne Idee, dass du daran gedacht hast, aber ist einfach schlecht. Es geht besser. Und wenn man schon in einem Restaurant, beziehungsweise in einem Frühstücksbereich ist, mit Service, kein Buffet hier im Edition, da habe ich gedacht, komm, da lässt du dich jetzt so richtig schön bekochen. Und vor allen Dingen haben die ja geschwärmt. Sie haben International Breakfast und sie haben ein japanisches Frühstück. Na, ich meine, ich war gerade hier im Luxury und die hatten das japanische Frühstück ja im Buffet aufgebaut. Das war fantastisch, das war lecker. Also bin ich natürlich da verwöhnt und habe gedacht, okay, ich bin ja jetzt in Tokio, also möchte ich auch japanisches Frühstück. Habe das bestellt, bekomme alles kalt. Also so piefig lauwarm. Und da habe ich gedacht, wie ist das möglich in so einem Top-Hotel, so ein Restaurant, wo dir also Tokio zu Füßen liegt. Ja, du sitzt da. Alles ist die Stimmung, also auch das Restaurant, so schön eingebettet, grüne Pflanzen überall. Also richtig, dass man Lust hat, da zu sein und auch das Frühstück zu genießen. Und dann präsentieren die mir da kaltes Zeug. Und dann habe ich mir den Director of Beverage da, ja, also der für zuständig war, kommen lassen. Habe ich gesagt, hören Sie mal, wollen Sie mich beleidigen? Also es ist eine Beleidigung meiner Person. Ich habe das sehr ernst und klar, weil es ist ein Affront. Das ist ja wie, ja, als ob man mich nicht möchte. Ich habe ihn gefragt, ob er mich nicht möchte. Also ob ich das Frühstück hier gar nicht essen soll. Oder ob er mir was Böses möchte. So, und dann hat er reagiert. Sagte, nein, das ist, warum? Was ist denn passiert? Ich sage, ja, kann das nicht essen, es ist kalt. Und das ist ja eine Suppe und das ist ja dies und jenes und das Fisch. Ich kann keinen kalten Fisch essen oder so ein kaltes Schweinerippchen. Das ist ja so nett gemacht, aber das muss heiß sein, sonst schmecke ich das ja nicht. Und dann, hat er sich entschuldigt, hat das weggenommen, sagt er, bitte um Entschuldigung, er möchte es nochmal bringen. Dann kam der zurück
Jetzt ging's los, wirklich. Jetzt kam er zurück mit dem Koch, der das gemacht hat. Und hat den vorgeführt, regelrecht vorgeführt. Und dann hat der gesagt, hier, der Kunde möchte dir was sagen. So. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, Sie können mir das doch nicht hier kalt servieren. Oder muss ich das kalt essen? Dann können Sie es selbst essen. Und dann habe ich gesehen, wie der Director da so sich auch ein bisschen gefreut hat, dass endlich mal jemand was gesagt hat. Weil, ich sag mal, die Kunden, also ihr sagt ja nichts. Also ich kann ja nur hoffen, dass meine Follower so klug sind, dass sie immer den Mund aufmachen. Weil ich meine, mehr kann ich euch ja nicht zeigen, als zu erklären, dass man den Mund aufmacht. Das ist ein Learning by der Hon. Wenn man den Mund nicht aufmacht, musst du eben diesen Mist fressen, den du serviert bekommst. So einfach ist das Spiel. Aber wenn du den Mund aufmachst, dann merken die können mit dir nicht machen, was sie wollen. Denn dafür hast du doch bezahlt. Es ist doch ein Service, der bezahlt ist. Ich meine, ich kapiere immer noch nicht, warum die Menschen, obwohl sie Geld dafür bezahlen, in so einem Hotel ja viel Geld bezahlen, den Mund nicht aufmachen. Und es lohnt sich. Also, der hat sich ein bisschen gefreut, weil ich ihm das gesagt habe und er machte dann immer so. Und der Koch, der war also regelrecht so unter dem Motto, okay, das war jetzt also alles heiß und es schmeckte wirklich fantastisch. Nochmal, jetzt kommen wir ja zu dem Moment. Nun bekomme ich ja mein Erlebnis, mein Experience, weil jetzt ist das alles heiß, frisch gemacht und nun schmeckt das, weil es eben nicht nur optisch toll aussah, sondern auch wirklich eine gute Qualität war. Diese Miso-Suppe, fantastisch, wenn man da so ein bisschen Reis reinpackt, das ist super, diese kleinen Schweinedinger da, also fantastisch und eben auch dieser Fisch, der ja, wenn der warm ist, dann erst richtig zur Geltung kommt. So, dann habe ich noch ein Spiegelei mehr dazu geholt, das war auch heiß. Also sehen Sie, Sie machen das ja frisch. Sie müssen es frisch machen. Sie können nicht einfach sagen, machen wir mal kurz da rein und dann schieben wir es dem Kunden raus. Nein, das können Sie mit der Masse machen, aber nicht mit der Honne, wenn Sie schon mich an Bord haben und vor allen Dingen auch noch kommen und fragen, wie schmeckt es Ihnen. Dann kriegen die von mir natürlich zu hören, was ist. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich, weil ich das gesagt habe, erstmal natürlich gegessen. Schon kam der Chef, also der Chefkoch, der also über all den ganzen Dingen steht, von Restaurant und so weiter. So ein wirklich netter, bisschen kräftiger Typ, kommt und sagt, ja, es gab Probleme und das ist so und so. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, hören Sie, es nutzt doch nichts, wenn Sie nicht 100% geben. Sie haben ein fantastisches Essen, wirklich. Das Frühstück ist exzellent. Sie haben einen so wundervollen View. Das heißt, die Umgebung lädt zu einem Experience ein und das erinnert mich ja dann an dieses Hotel. Und dann kriege ich das kalt? Ich meine, da machen sich doch das Ding selbst kaputt. Ich meine, andere Hotels haben größere Probleme. Die haben alles heiß, aber es schmeckt nicht. Bei Ihnen ist es so, Sie haben es kalt, aber es schmeckt bei Ihnen. Also deswegen müssen Sie es doch. Da hat er natürlich auch gelacht und wir kamen dann also zueinander und dann hieß es natürlich, da haben Sie natürlich völlig recht. Also das heißt, man hat hier mittlerweile jetzt schon drei Personen. Der Direktor, der nebendran stand vom Restaurant für den Servicebereich. Dann der Koch, der das gemacht hat. Und nun stand auch noch der Chefkoch und jetzt kommt der Burner. Ehrlich, es war wie so ein Report abholen. Ehrlich, ich meine, das war natürlich ein Erlebnis für mich früher. Also das ist ja das, was mir so besonders viel Freude macht, wenn ich unterwegs bin. Ich bin ja, und das müsst ihr immer dazu wissen, bis zum heutigen Tag, ich bin immer freundlich. Ich bin immer sachlich. Aber ich sage es auch klar und deutlich. So, also das heißt mit ein bisschen Druck. Ich meine, das ist ja kein Pillepalle-Spiel. Bezahle ja dafür. Und dann, jetzt kommt der General Manager auch noch dazu. Und jetzt stehen die da zu viert bei mir am Frühstück. Ich meine, das ist doch ein Bild für die Götter. Könnt ihr euch das vorstellen? Also es war genial. Es war wirklich, es war so genial hier in diesem, ich meine, in Tokio, in the Edition. Hier im 36. Stock stehen also die Chefs des Hotels bei mir am Frühstück. Und wir erzählen und machen und tun. Ich hatte ja mittlerweile schon mein Frühstück auch gegessen. Das war also wirklich so, dass man am Schluss einer Meinung war. Und alle vier sich nochmal entschuldigten und sagten, das Erlebnis wollten sie natürlich nicht. Und wir werden jetzt ein Meeting einberufen, damit das uns in Zukunft nicht mehr passiert. Komm mal, geht doch. Und das gibt der Hon als freien Service. Dafür haben die keinen Cent bezahlt. Nochmal dazu gesagt. Ist ein kostenloser Service, den ich denen gebe. Und ein kostenloser Service auch für euch. Zu kapieren, dass man nicht einfach nur in ein Hotel geht und alles akzeptiert. Wenn etwas schlecht ist, muss man darüber sprechen. Und vor allem, wenn es so schlecht ist, dass es nicht reparabel ist, dann muss man eine Vergütung verlangen. Ganz einfach. Diese zwei Dinge müssen Standard sein für jeden Gast in einem Luxushotel. Denn ich meine, ich habe ja gesagt, und das haben die auch verstanden. Da kann ich auch da unten auf die Straße gehen, mir ein Fastfood-Restaurant, da kriege ich es heiß und schnell gemacht und habe
Geschmacksverstärker. Hier habe ich ja keine Geschmacksverstärker im Essen. Das sind ja gute Qualitäten. Sehr hochwertiges Material. Also von der Seite. Das war ein Bombenerlebnis heute Morgen. Also so, dass ich sagen kann, Träumchen, muss ich nicht jeden Tag haben, aber war mal wieder eine kleine Sonder-Experience-Erfahrung. Und kommen wir doch mal zum Hotel. Ich meine, hier ging es ja auch schon dementsprechend los. Das heißt, ich hatte hier einen Neuling, der mich hier so eingeführt hat. Unten erstmal angekommen, dann hoch in den 36. Stock und so. Also finde ich toll. Ist ja genauso wie im Luxury drüber. Aber du hast natürlich hier ein neu gebautes Haus. Das Hotel ist hier jetzt knapp 3 Jahre alt. Und von der Seite, man riecht aber, und das ist ein Vorteil nochmal gleich vorweg, es ist ein Vorteil, nicht ein nagelneues Hotel zu besuchen. Also das mache ich auf keinen Fall mehr und versuche das auch in Zukunft zu vermeiden. Es sei denn, es ist einfach sehr interessant, weil einfach dieser Chemieduft und so alles eben in diesen Häusern drin hängt. Es ist immer besser, 2 Jahre oder vielleicht sogar 3 Jahre später dahin zu kommen, weil dann alles eingeführt ist. Auch die Mitarbeiter sind alle fit, alle, es gibt keine Babykrankheiten mehr. Ja, und das hat mir ja auch hier der Chef erzählt. Das ist damit jetzt erledigt und es gibt nur noch mal vielleicht etwas, was man dann erneuert. So, ich bin also zur Rezeption und habe dann eingecheckt und man hat mich sehr nett empfangen. Heißt also, dass ich Zimmer, man hätte also ein Zimmer-Check-In, fand ich toll, brauchte also nicht da lange warten. Bin also gleich mit dem ins Zimmer hoch und es war ein Deluxe-Zimmer. Da habe ich gedacht, okay, die hatten noch mehrere Suiten frei, wieso gibt es denn keine Suite? Also habe ich mit dem gesprochen, ich sage, guck mal, kein Treatment auf dem Zimmer und keine Suite und das enttäuscht mich. Also bin ich jetzt wirklich ein bisschen enttäuscht, vor allem weil verfügbar, man könnte das doch machen und es ist doch auch schön und etc. Und ich mache ja auch kleine Berichte darüber, also von der Seite ist das jetzt einfach ein bisschen enttäuschend. Und dann sagte der, okay, entschuldigen Sie, dann ist der runter, ich habe im Zimmer gewartet, auf einmal ging die Tür vom Zimmer auf und dann wurde mir ein Treatment gebracht, Champagner und mit Kuchen und was weiß ich, also kleine Leckereien. Und da habe ich gedacht, okay, dann werde ich wohl doch hier bleiben. Bumm, klingelte das Telefon. Ja, hier ist der Manager, so und so. Und wir haben ein Upgrade für Sie. Wir haben doch eine Suite frei. Ist aber nochmal ein Stock tiefer. Müssen nochmal einen kleinen Weg laufen. Weg, das ist ein halber Rundgang. Also es ist einmal rund ums gesamte Hotel. Das ist ein ewig langer Weg. Aber ich habe gedacht, okay, dann holen Sie mich ab. Ich bleibe so lange da, trinke ein Gläschen Champagner. Ich also den Shampoos schon mal so einen Schluck aufgemacht und mal ein Gläschen getrunken. Habe also schon mal die Aussicht genossen und hatte aber keine Aussicht eben auf diesen Tokyo Tower. Und von der Seite dachte ich, naja gut, ist auch in Ordnung, weil es ist, den jetzt die ganze Zeit zu sehen, ist in Ordnung. Das Zimmer war in Ordnung. Also nochmal, muss dazu sagen, das war auf jeden Fall ein Upgrade. Das war also, ich hatte, glaube ich, Premier gebucht und ein Deluxe bekommen. Und das Zimmer war groß. Also ich bin ja jetzt hier in der Junior Suite. Die ist nicht viel größer, die ist nur anders aufgeteilt. Aber das Zimmer war sehr, sehr schön groß. Es hatte ein sehr schönes Badezimmer. Also wäre ich wirklich zufrieden mit gewesen. Aber sie kamen dann und haben dann doch gesagt, wir haben noch ein Upgrade für Sie in der Junior Suite. Also bin ich jetzt hier in der Junior Suite, habe also hier meinen schönen Champagner Nummer 2 dann getrunken und wurde damit herzlich nochmal hier empfangen. Und sie wollen für die Zukunft darauf achten, dass man das eben mal genauer macht. Aber man muss es sagen, nochmal, hätte ich also gar nichts gesagt, hätte ich weder ein Treatment, noch ein Shampoos, noch eine Suite gekriegt. Also, und es ist ja schön, also es ist ja toll, wenn ich jetzt nochmal in so Möglichkeiten komme. Vor allen Dingen, ich habe also hier eine schöne Wanne, ich habe hier toll gebadet. Es ist einfach der Genuss dieser Bademäntel, die aber natürlich auch in der anderen Geschichte drin waren. Aber es ist eben doch, ich sag mal, man hat ein bisschen mehr Platz und jetzt kommt ja der Knall, ich habe diesen gigantischen View daraus. Da habe ich dann festgestellt, nachts um 12 Uhr, die stellen das Licht vom Tokyo Tower ab. Das habe ich auch gedacht, guck mal, das ist ja auch fürs Hotel auch eine Einschränkung. Wenn jetzt, sagen wir mal, jemand kommt, nur eine Nacht hier ist und hier um 12 Uhr anreist, der sieht gar nicht dieses tolle Bild. Ich meine, das ist ja wirklich fantastisch, das ist ja also wie Paris Eiffelturm. Und du kommst hierher und das Ding ist dunkel. Du kannst ihn nicht sehen nachts. Also, und davon schwärmen die und machen ja auch Werbung dafür. Also das ist schon, ist schwierig, ja. Also alles unter dem Begriff der Klimaneutralität und wir müssen Geld sparen, ja. Also ich meine, da haben sie natürlich dann wirklich die Pandora geöffnet, nämlich des Geldsparens. Nicht wegen des Klimas, sondern weil sie dann eben Geld sparen. Das ist natürlich klar. Da sind die Städte recht schnell dabei, wie bei uns auch. Wo sie sparen können und Geld einsparen können, oh, da sind wir vorne an der Erde davon. Aber Service und Leistung zu bringen, Halleluja, das ist natürlich schwierig. So, dann habe ich hier im Restaurant abends gegessen. Das fand ich also schon, naja, einfach. Also ich habe da so ein Wagyu-Beef, war einfache Qualität. Okay, Preis, ich glaube, es waren so 60, 70 Dollar. Das ging, also normalerweise ist ja ein gutes Wagyu bei 200. Aber man konnte das essen, es war in Ordnung. Es gab Pommes ohne irgendwelche Schale. Man hätte noch Brokkoli und Rosenkohl und sowas dazu haben können.
Aber ich dachte auch, so ein bisschen Pommes und Filet, das ist völlig in Ordnung. Habe ich dann gegessen, habe noch einen kleinen Rotwein dazu getrunken. Da hatten die einen rumänischen Rotwein. Also ich meine, das sagte ja eigentlich auch schon wieder alles. Aber gut, wahrscheinlich gibt es welche, die finden das toll. Ich habe dann mich für einen kalifornischen entschieden. Auch nicht die Welt im Endeffekt war in Ordnung. Der Franzose schmeckte nach gar nichts. Es ist eben schwierig, ja. Gute Weine zu finden, gerade für diese Hotels, ist kein einfacher Job. Man muss natürlich auch Weinkenner sein, um ein bisschen eben zu sagen, das ist das, was der Allgemeinheit schmeckt und das ist, was Kennern schmeckt und das ist eben was ganz Besonderes. So, habe ich mir auch nochmal den Pool angeguckt, den Gym angeguckt und dann haben die ja hier noch mehr Restaurants, wo du auch außen sitzen kannst, natürlich mit diesem fantastischen View. Es gibt hier in diesem neuen Hotel von The Edition in the Toranomon, Tokio. Das ist hier dieses Gebiet, wo zum Beispiel eben auch die russische Botschaft ist oder wo das neue Armani Hotel ist hier unten. Also toll. Also das ist wirklich schon, ist mir aufgefallen, wie ich da mal so vorbeigelaufen bin. Da habe ich ja, was ist denn das für ein außergewöhnliches Gebäude? Also das wird sicherlich ein Hammer in der Zukunft, wenn das hier aufmacht. Meine Güte, also das war fantastisch. Und natürlich, also jetzt für mich als Gast hier in dieser Suite morgens aufzuwachen, dann diesen Blick zu haben, ist vom Allerfeinsten. Die Preise liegen ja ab 1000 aufwärts. Du kriegst kein Zimmer unter 1000. Du musst also richtig Schotter in die Hand nehmen oder eben mit Punkten buchen und dann kannst du vielleicht das eine oder andere auch noch mitnutzen. Aber es ist natürlich ein sehr neues, modernes Haus. Es ist eine innovative Einrichtung alles. Das ist eine gute Qualität. Die Betten sind fantastisch. Man schläft wirklich exzellent. Und man hat, interessant, die Toiletten. Normalerweise gehen die automatisch auf, hier nicht. Hier musst du also wirklich noch Handbetrieb machen und dann musst du drücken. Bei den anderen Toiletten, bei Luxury, geht das automatisch auf. Du kannst einfach rausgehen, das spült von selbst ab. Da hat man schon wieder gespart, wahrscheinlich. An der Automatik hat schon wieder $3 weniger gekostet. Naja, aber es sind so Kleinigkeiten, an denen das natürlich festgemacht wird und an denen ich das festmache. So, und Frühstück habe ich ja erzählt, war also ein besonderes Erlebnis. Ich habe mein Late-Checkout hier bis 16 Uhr. Also von der Seite kann ich hier nicht meckern. Ich habe fast alles richtig gemacht, habe fast tolle, also fast, ich sage mal, 99% tolle Leistung bekommen, würde dieses Hotel auch gerne wieder buchen. Das heißt also, wenn ich wieder nach Tokio komme, und das wird bald der Fall sein, weil es ist einfach wirklich wunderschön, ich kann es euch nur ans Herz legen. Die Qualität der Speisen, die Qualität der Früchte, alles, ich sage mal, so ein gutes Beispiel. Allein die Früchte beim Hotelbuffet, ja, wenn du, egal in welches Hotel gehst, das sind reife Früchte, die schmecken. Das ist nicht so ein halbreifes Zeug wie bei uns in Europa und dieses noch billigere Zeug in Amerika. Hier bekommst du reife, wundervolle Früchte, weil das eben auch so zum Spirit Japan gehört und das ist einfach eine wirklich exzellente Geschichte. So, ich werde also hier noch schön entspannt mein Gläschen Shampoos trinken, checke um 16 Uhr entspannt aus und düse dann ins nächste Hotel und da freue ich mich dann auch schon für euch. Kann jetzt schon einen kleinen Teaser geben. Das nächste Hotel ist The Ritz-Carlton in Tokio. Eine Besonderheit. Also vom Edition in The Ritz-Carlton. Danke fürs Zusehen, Abonnieren, Like und Wiederkehren. Die Glocke aktivieren ist natürlich wichtig. Und es gibt jetzt noch für euch eine was? Genau, eine Roomtour. Viel Vergnügen. So close, you're in my head, dirt on my thoughts.
all the time. Why don't you pick up your phone? Baby, I just wanna say hi. Why don't you see me? I'm here waiting for you all the time. Sexy beat.